Meine Damen und Herren, als Ihr bisheriger Landessprecher kandidiere ich wieder, bewerbe mich um das Amt des Landessprechers nunmehr in einer Doppelspitze für die nächsten 2 Jahre. Meine Aufgabe in einem zukünftigen Landesvorstand sehe ich vor allem darin, gemeinsam mit einem dann Co-Sprecher gleichberechtigt diesen Landesvorstand als Team zu führen und zum Erfolg der Wahlen 2017 für die AfD in Nordrhein-Westfalen beizutragen. Ich sehe vor allen Dingen die Aufgabe darin, diesen Landesvorstand deshalb als Team zu führen, weil, glaube ich, die Vergangenheit gezeigt hat, dass wir in dünner Personalbesetzung den Aufgaben, die ein großer Landesverband wie der Nordrhein-Westfälische mit sich bringt, so nicht ausreichend Rechnung tragen können. Ich bin auch weiter, wie ich das eben schon sagte, bereit, überall dort aufzutauchen, zu helfen, mitzuhelfen, wo Sie das für richtig und notwendig halten. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass das in Zukunft auf mehreren Schultern in Nordrhein-Westfalen verteilt wird. Dazu zählt auch die mediale Präsenz. Wir müssen mehr Köpfe in den Köpfen der Wähler verankern hier in Nordrhein-Westfalen. Und dieser Landesverband hat wirklich genug Potenzial, um das in den kommenden Jahren auch zu schaffen. Ganz persönlich sehe ich meinen Schwerpunkt dabei in der Vorbereitung der Bundestagswahlkampfkampagne. Wir haben 2 Kampagnen 2017 zur Führung, 2 Kampagnen, die eng miteinander verzahnt sind. Ich möchte mich aber vor allem auf die Bundestagswahlkampfkampagne konzentrieren und dort sehe ich auch meinen politischen Schwerpunkt. Und dabei gibt es einige wesentliche Themen, die wir hier in Nordrhein-Westfalen werden ansprechen müssen, weil auch der Landtagswahlkampf von bundespolitischen Themen überlagert wird. Wir werden uns in Nordrhein-Westfalen nicht vom Bundestrend abkoppeln können und wir einfach in der Außenwahrnehmung nach wie vor mit den großen bundespolitischen Themen punkten müssen, bevor wir dann in die Sacharbeit im Landtag eintreten und vermutlich auch dann erst mit den kleinen, in Anführungsstrichen, den kleinen nordrhein-westfälischen Themen tatsächlich Akzente setzen können. Denn es gibt eine ganze Menge landespolitische Themen, mit denen wir punkten könnten. Sei das auch nur die Verkehrspolitik, sei das nur das Thema Bildungspolitik, alles wichtige Themen, mit denen wir derzeit bedauerlicherweise nicht durchdringen. Womit wir aber in den kommenden Jahren werden punkten müssen, wenn wir Erfolg haben wollen, dann ist das zunächst die Asyldebatte, die Zuwanderungs- und Migrationsdebatte, in der wir Akzente setzen müssen. Und dort müssen wir beispielsweise, und da ist ja inzwischen sogar die CDU-CSU auf gutem Wege, die Aussetzung des Schengen-Abkommens fordern. Ja, das ist notwendig. Nur die Kontrolle der Grenzen sichert, dass sich auch unsere Partner in Europa an die Regeln von Dublin wirklich halten. Das bedeutet, dass wir Sachleistungen statt Geldleistungen fordern müssen. Das bedeutet, dass Asylanträge heimatnah gestellt werden müssen, wie zuletzt auch von der UNHCR übrigens aus humanitären Gründen gefordert. Das bedeutet, dass wir die Balkanstaaten zu sicheren Drittstaaten machen müssen, wie ja langsam auch unser Bundesinnenminister zu erkennen scheint. Und das heißt aber auch, dass wir möglicherweise ungewöhnliche Debattenbeiträge zum Thema liefern müssen. Das zweite große Thema, Euro. Unser Bundesfachausschuss fordert schon lange und leider eben bisher intern vergebens, sodass wir das nach außen viel zu wenig kommuniziert haben, den Austritt der starken Länder, der Starkwährungsländer aus dem Euroverbund. Das hat handfeste ökonomische Gründe. Denn wenn Sie die schwachen Länder aus einem Währungsverbund ausscheiden lassen, dann werten Sie damit implizit den Rest Euro auf.
Und ein aufgewerteter Euro, ein aufgewerteter Schulden-Euro drückt dann letztlich umso stärker auf die verbliebenen Länder, bis am Ende nur noch das stärkste Land steht und schließlich selbst erdrückt wird von der dann überproportional aufgewerteten Währung, von den dann überproportional aufgewerteten Schulden. Wir brauchen letztlich auch eine Schuldenabwertung und das schaffen wir nur mit dem Austritt der Starkwährungsländer und damit steht Deutschland an erster Stelle. Wir müssen als AfD aber auch vernehmbar werden bei einem anderen Thema, was mir derzeit zu versinken scheint, leider hinter der Asyldebatte keine Beachtung mehr findet. Und das ist das Thema TTIP. Das transatlantische Freihandelsabkommen ist deshalb so wichtig, weil es Demokratie und rechtsstaatliche Strukturen in Europa und damit letztlich auch in Deutschland verändern wird. Es wird sie zum Teil zerstören. Wir werden die Auflösung von Rechtsstaatlichkeit auf Teilgebieten erleben. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Bedrohung, die in der Öffentlichkeit bei weitem noch nicht richtig wahrgenommen wird. Wir diskutieren über den Genmais und ich weiß nicht, ähnliche Dinge bei TTIP. Alles wichtige Dinge des Verbraucherschutzes, die auch zu diskutieren sind. Aber die Fragen der Rechtsstaatsdefizite und des Demokratiedefizits, was entstehen wird, wenn wir TTIP am Ende durchwinken, im Zweifelsfall, wenn wieder irgendein großer Aufreger in der Asyldebatte bevorsteht, diese Dinge werden wir nicht wieder zurückholen und die werden unsere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf nimmer Wiedersehen in einem Maße beschneiden, beschränken, dass wir uns noch umgucken werden. Und schließlich müssen wir die AfD in Nordrhein-Westfalen verankern. Wahlen werden, und das war schon immer so, in Nordrhein-Westfalen gewonnen, aber eben auch verloren. Das gilt im Übrigen für alle Parteien. Das wird auch für die AfD gelten. Nordrhein-Westfalen ist ein sehr inhomogenes Bundesland. Das Rheinland, der Ruhrpott, Westfalen, das sind sehr unterschiedliche Wählerklientel. Deswegen ist hier ein einheitlicher Wahlkampf wie in anderen Bundesländern auch gar nicht zu führen. Sie müssen hier einen relativ diversifizierten Wahlkampf führen, so wie das bei Bundestagswahlen zumindest von den etablierten Parteien aus guten Gründen bereits passiert. Das werden wir hier in Nordrhein-Westfalen auch tun müssen. Wir werden aber vor allen Dingen hier in Nordrhein-Westfalen die AfD verankern müssen, auch als eine Partei der kleinen Leute. Und ich glaube, dass die Möglichkeiten dafür vor unseren Füßen liegen. Herr Gabriel hat gerade, indem er völlig undifferenziert, ohne jede Unterscheidung zwischen einerseits randalierenden und zu verurteilenden und andererseits friedlich protestierenden Bürgern, diese ohne jede Differenzierung als Pakt bezeichnet. Er hat damit meines Erachtens vollkommen klar gemacht, dass die SPD längst den Blick dafür verloren hat, was gerade die kleinen Leute, die kleinen Bürger in diesem Lande bewegen. Und es ist die Aufgabe insbesondere der nordrhein-westfälischen AfD, diese kleinen Bürger einzubeziehen, wieder zurückzuholen, für die Politik zurückzugewinnen, sie als Wähler mit einer Stimme, mit einer bürgerlichen Stimme zu versehen. Denn das, meine Damen und Herren, ist keineswegs etwas, was miteinander in Konkurrenz steht. Bürgerliche Partei heißt nicht, den Kleinbürger zu missachten, zu verachten. Nein, es gibt in diesem Land Kleinbürger, es gibt Großbürger und es gibt noch viel mehr dazwischen. Wir müssen eine Partei aller Bürger sein. Und das ist insbesondere eine Aufgabe der Nordrhein-Westfälischen. Aber so machen Sie es nicht.
bin auch schon fertig. Ich habe mich vergessen. Bitte? Vorstrafen und Parteimitgliedschaft. Ja, die Fragen kommen ja immer. Die Zeit, dachte ich, spare ich bei der Rede ein. Meine Damen und Herren, ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen noch einmal für 2 Jahre schenken. Und ich bin nicht vorbestraft. Und ich war bis 2009 Mitglied der FDP. Die Reaktion ist verständlich, aber ich glaube, das war bekannt. Also. So. Wir hatten jetzt beschlossen, 5 Fragen. Da würde ich vorschlagen, jeweils noch an die vorderen Mikrofone und hier auf der von mir aus gesehen linken Seite, von Ihnen aus rechts 3 und links 2 gegebenenfalls, damit es danach keine Streitigkeiten gibt, wer dran ist. Aber ich sehe, das wird wahrscheinlich jetzt hier eh kein Problem. Keine Fragen an den Kandidaten? Doch, da kommt einer. Bitte. Herr Pretzell, ich freue mich, dass Sie wieder kandidieren. Aber ich hätte ganz gerne eine Aussage über Ihre Sozialpolitik. Da habe ich nicht viel von vernommen in der Vergangenheit. Dankeschön. Das liegt daran, dass die Sozialpolitik etwas sehr Komplexes ist. Und ich will Ihnen ganz offen sagen, das ist wirklich nicht mein Steckenpferd. Ich bin kein Spezialist auf diesem Gebiet. Ich kann Ihnen das sagen, was mir an der Stelle wichtig ist, weil Sozialpolitik am Ende auch Familienpolitik ist, beziehungsweise weil unsere Sozialpolitik, wie wir sie in diesem Lande betreiben, Familienpolitik ersetzt. Was mir bei der Sozialpolitik wichtig ist, ist erstens, dass wir aufhören, Familien über Gebühr zu besteuern, um ihnen dann über Sozialleistungen letztlich das Almosen wiederzugeben, was wir ihnen ungerechtfertigterweise ursprünglich mal genommen haben. Das bedeutet, dass wir reden müssen. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel nicht nur über die Frage der steuerlichen Besserstellung, sprich Familiensplitting, reden müssen, sondern wir müssen vor allen Dingen über die Freistellung von Sozialabgaben. Seit wann sitzen wir uns denn? Also, mir geht es vor allen Dingen auch um die Freistellung von Sozialbeiträgen von Familien an der Stelle. Aber auch per Du bist jetzt. Ja, ich bin auch. Alles klar. Frau Dora, ich glaube, ich losgehen. Herr Pretzell, ich hätte gerne so eine Art Ehrenwort von Ihnen. Und zwar, wenn wir Ihnen wieder unser Vertrauen schenken, versprechen Sie uns als Gegenzug, künftig etwaige chaotische Verhältnisse anders zu regeln, als in der Vergangenheit war. I swear, wenn Sie von mir nicht hören, nicht mal ein, ich schwöre. Aber ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Trennung von Ihrem Ehemann hinter sich haben. Wenn es dort private Probleme gibt, dann liegt das nicht immer in Ihrer Hand, was dort passiert. Und ich weiß nicht, was Sie jetzt genau von mir an der Stelle erwarten, aber es gibt einfach bestimmte Dinge, die in privaten Dingen passieren können. Und das, was ich dazu gesagt habe, was ich möglicherweise an Fehlern da gemacht habe, das habe ich hier also vor diesem Landes- oder vor einem anderen Landesparteitag, glaube ich, ausreichend erläutert. Dafür habe ich mich bei Ihnen entschuldigt. Private chaotische Zustände und privat zu unterhalten. Danke. Herr Jacobi. Ja, hier ist noch eine Frage. Wir machen abwechselnd. Ja, ist der Herr Jacobi, Sie kommen langsam. Ja, und ich war. Genau. Herr Pretzell, wir wagen uns als AfD, die Minderheitenposition gegen den Euro in Deutschland zu propagieren. Es gibt ein anderes Thema, ein anderes Minderheitenthema in diesem Lande, das über Jahrzehnte gepflegt worden ist. Und das ist der Kampf gegen die Kernenergie
die vom Rest der Welt keineswegs als so abgrundtief abzulehnen gesehen wird. Meine Frage, sehen Sie wenigstens mittelfristig oder langfristig die Möglichkeit, dass die AfD taktische Gesichtspunkte beiseite lässt und diese Minderheitenposition für eine zuverlässige künftige Energieversorgung auch mit in den Katalog aufzunehmen? Das hat nicht unbedingt was mit Taktik zu tun, meines Erachtens. Wenn wir darüber nachdenken, ab wann die AfD möglicherweise in der Lage wäre, zu diesem Thema überhaupt Entscheidendes beizutragen in den Parlamenten, dann befinden wir uns zeitlich an einem Zeitpunkt, wo der Ausstieg vollzogen ist. Und ich glaube, dass es sehr schwer sein wird, das Rad an der Stelle zurückzudrehen. Ich glaube schlicht nicht daran, dass wir in Deutschland den Neubau von Kernkraftwerken noch erleben werden. Ich weiß aber, dass das Thema in der Partei heiß diskutiert ist, aber das ist übrigens ein Thema, was in der AfD nun keineswegs völlig klar ist in der Ausrichtung. Da werden Sie möglicherweise mit die heißesten Debatten auf AfD-Programmparteitag noch erleben. Ob es dafür überhaupt eine Mehrheit gibt, ich weiß es nicht. So, bitte jetzt auch. Darf ich jetzt? Jetzt dürfen wir. Ja, danke. Ich habe eine Frage, Herr Petzel. Es bezieht sich auf ein Problem, das alle Parteien ignorieren, inklusive die AfD. Aber es sind türkische Mitarbeiter und türkische Politiker, die diese Frage nicht ignorieren. Also wir haben eine 30 Sekunden Fragezeit. Ja, die Frage lautet folgendes: Warum ignorieren Sie die Frage, die Herr Kollat von der türkischen Gemeinde gestellt hat? Was macht die Gemeinschaft in 20 Jahren, wenn die Deutschen da eine Minderheit von 30% in Deutschland sein werden? Das ist meine Frage. Also wenn Sie postulieren, dass die Deutschen eine Minderheit sein werden, ich glaube nicht, dass er gesagt hat, dass die Deutschen eine Minderheit von 30% sind. Das hieße ja, dass hier 70% Nicht-Deutsche leben. Möglicherweise reden Sie dann von 70% nicht-deutscher Abstammung. Also dass hier am Ende nur noch 30% Deutsche Deutschland bevölkern und 70% mit anderem Pass leben, sehe ich nicht. Okay, danke. Darf ich noch? Bin ich noch dran? Das ist die letzte Frage. Kurze Frage. Bleiben Sie mal dem Jahr, dem sozialen Jahr für Einwanderer. Und zweitens, ein altes Hobby von mir, Robert Blüm und so weiter, Sozialchor für Mädchen und Jungen mit 18 Jahren, wäre da die AfD auch dabei, sowas zu propagieren? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden, sozial? Ich nenne das jetzt mal so ein Sozialchor, das heißt also ein Jahr Gemeinschaftsdienst für Mädchen und Jungen, ab 18. Mama kann Wehrdienst mehr und so weiter. Also ich weiß, dass in der AfD durchaus auch Befürworter sind. Okay. Das werde ich in einer Minute nicht reinkriegen. Vielleicht ganz kurz etwas zu dem sozialen Jahr, beziehungsweise auch den Vorschlag, Flüchtlinge heimatnah in Entwicklungshilfeprojekten einzusetzen. Übrigens eine Forderung, die Herr de Maizière einen Tag später auch aufgegriffen hat, der nämlich jetzt die Rückkehr von Flüchtlingen mit Entwicklungshilfe kombinieren will, etc. Das ist zum Teil etwas schief angekommen, als wollte ich jedem, der hierher kommt, erstmal ein Jahr zwangsverpflichtend bei uns zu bleiben und einen Sozialdienst zu leisten. Das ist, um das klar zu sagen, nicht die Intention gewesen. Die Intention war, diejenigen, die hier sind und die einen laufenden Asylantrag haben, eben nicht in irgendwelchen Heimen dem Nichtstun zu überlassen, sondern einer sinnvollen Tätigkeit zuzuführen. Und ja, das halte ich nach wie vor für richtig, unter anderem deshalb,
weil möglicherweise mancher, der vom Balkan hierher kommt und glaubt, es gäbe einfach nur Geld und ansonsten könnte man machen, was man will, dass der eine andere Idee vom Leben in Deutschland bekommt. Danke. Gut, jetzt noch Herr Prozentel. Empfehlen 195 Stimmen, 67%. Mit Nein haben gestimmt 71 Personen, 24,7% und enthalten haben sich 22 Personen, 7,6%. Herr Prozentel, nehmen Sie die Wahl an. Ich nehme die Wahl an. Danke.